Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen in Deutschland rasch und unbürokratisch Aufnahme finden. Die Beauftragte der Bundesregierung für Flüchtlinge und Integration, Rehm Alabali Radovan, sagte, die Geflüchteten brauchen eine langfristige Aufenthaltserlaubnis. Wir wollen auch einen schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt und zu den Integrationskursen ermöglichen. Alle geflüchteten Menschen aus der Ukraine sollten, unabhängig von Herkunft und Nationalität, Schutz und Unterstützung erhalten, sagte die Staatsministerin der deutschen Presseagentur. Die EU-Kommission hatte zuvor vorgeschlagen, erstmals die Richtlinie für den massenhaften Zustrom Vertriebener zu nutzen. Die EU-Staaten stimmten dem am Donnerstag bei einem Treffen der Innenminister geschlossen zu. Die Regeln dürften in den kommenden Tagen in Kraft treten. Die Richtlinie war infolge der Kriege der 1990er Jahre im ehemaligen Jugoslawien geschaffen worden. Den Schutzsuchenden werden überall in der EU bestimmte Rechte eingeräumt, etwa der Zugang zur Sozialhilfe sowie eine Arbeitserlaubnis.